um 10 Jahre anklettern, uns gedacht, wir möchten die Frage stellen. Bergsport in der Halle, die Natur in die Halle hineingebracht, mit diesen beiden Extremen, die verschiedenen Generationen Bergsportler konfrontieren und ihre Meinung dazu, Punkt A. Wie sieht die Zukunft aus beim Bergsport, Alpinismus, Sportklettern? Gehen die Wege auseinander? Finden sie zusammen? Gibt es Konfrontation? Gibt es Kooperation? Professor Morawetz? Nun, der Sport wird tatsächlich in die Halle getragen. Und ich möchte dazu sagen, das ist eine neuere Entwicklung, aber es ist die Massenbewegung. Und ich glaube, der Zugang zum Berg, der steht jetzt im Hintergrund. Im Vordergrund steht die körperliche Leistung. Kommt ja. Sehen, kommt zur... Meine Antwort zur ersten Frage, ob das Klettern oder... Ja, zumindest das Klettern jetzt immer mehr in die Halle geht, muss ich sagen, dass für mich diese Bewegung einfach der einzige richtige Ausweg aus diesem Dilemma war, weil die Veranstaltungen, die Wettkletterbewerbe, die im Freien abgehalten worden sind, die haben ja die Natur eigentlich sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Und deshalb ist für mich zumindest der Wettbewerb in der Halle die einzige richtige Lösung auf dieses Problem. Also ich glaube, dass es nach wie vor die Leute geben würde, die immer wieder in die Berge gehen, einfach deshalb, weil sie immer Freude daran haben, auf die Berge hinaufzusteigen. Und es wird aber jetzt in zunehmendem Maße auch Leute geben, junge vor allem, die eben in erster Linie am Sport an sich, eben an der reinen Bewegung, am Athletischen des Kletterns Freude finden, und die werden sich eben in Zukunft nur in den Hallen aufhalten. Grüß Gott allerseits. Danke vorerst dem Hause Shushi für die Einladung. Also ich als mittlere Bergsteigergeneration zwischen Heinz und zwischen Fritz. Sehe das eigentlich sehr neutral, sehr tolerant. Ich finde, wer in die Halle gehen will, der soll hingehen. Mich fasziniert das unheimlich, dieses enorme Können, das die Leute dort zeigen. Gleichzeitig fasziniert mich das Höhenbergsteigen und auch das Klettern im alpinen Bereich. Also ich glaube, lassen wir jeden seine Freiheit, lassen wir jeden seinen Weg, den er gehen will. Danke. Zum Klettern bitte. Ich kletter seit 45 und immer noch mit Begeisterung. Es hat sich in diesen Jahren so viel geändert und es ist wirklich so, wie der Joe sagt, also jeder findet seine Freude in den Bergen. Und was mich aber am meisten ärgert, sind die Besserwisser, die seinerzeit von den Alten schon gerügt worden sind, weil sie neue Wege gegangen sind, das ganz vergessen haben und heute wieder von den Sportkletterern sagen, dass das kein Klettern ist. Ich muss sagen, ich war voriges Jahr beim Fest der Berge und ich war ganz verschwitzt, so interessant war es, so aufregend war es und man hat gesehen, die Leute freut es, also warum soll nicht jeder die Freude finden, die er sucht. Also alles, jeder hat einen Weg in die Berge und jeder einen anderen. Es leben die Berge. Ich frage mich heute, ob ich auch heute noch ein Sportkletterer werden würde. Der Ehrgeiz war beim Bergsteigen immer da. Beim Sportklettern, da muss man so viel irgendwie ein Training mitbringen. Und da muss ich jetzt eines sagen, also Training, das ist für mich immer so irgendwie was wie Dressur. Und ich finde, die blödesten Leute sind die Sportler und die Hunde, weil die lassen sich freiwillig dressieren. Und gegen das Dressieren habe ich etwas. Also bei mir war immer beim Bergsteigen die Freude dabei. Auf Kunststofffelsen kann ich nicht klettern. Ich klettere überall gerne. Ich klettere zum Beispiel an der Höhenstraße, an den Wänden entlang. Und ich klettere, was ich am Leopoldsberg, auf der Turmmauer und so weiter, auf Fels muss es sein. Vom Sportklettern her, also ich selber, von den Wettbewerben her, muss ich sagen, dass ich mir am Anfang voriges Jahr sehr viel Stress gemacht habe und überhaupt nicht zusammengekommen bin mit der neuen Wettbewerbssituation. Wenn man dann das aber mal kanalisieren kann und
eben auch dann Erfolge hat, dann kann das was unheimlich Schönes sein, was Ästhetisches, wenn man die Ideen der Routensetzer nachvollzieht, wenn man Freude hat an der Bewegung und natürlich auch dann das Gefühl, wenn man eine schwere Stelle geschafft hat, das Publikum klatscht und man ist dann selber sehr zufrieden. Zum Felsklettern, also es gibt kaum noch Leute, die wirklich nur an Kunstwänden klettern. Ich selber komme auch vom Felsklettern. Und es ist also in der Natur draußen natürlich viel schöner zu klettern als in den Hallen drinnen. Die Geburtsstunde des Alpinismus gilt ja so 1786, die Erstbesteigung des Mont Blanc, soweit ich mich da erinnern kann. Und irgendwo finde ich, dass das Wettklettern eine fantastische Fortführung dieser Tradition ist. Und nicht so, wie Sie vielleicht glauben, sondern es ist ja damals auch nur um Macht, um Prestige, um Geld und um gesellschaftliche Anerkennung gegangen. Von der Geburtsstunde weg. Nur, dass damals bei diesen Wettkämpfen, wo dann eventuell irgendeine Flagge, die deutsche Flagge am Nanga Parbat oder die österreichische sonst wo, geweht hat, nur damals war der Preis ein etwas höherer. Jetzt kostete es ein paar hundert Schilling Startgeld bei den Wettkämpfen. Aber die Grundidee ist dieselbe geblieben. Und das begeistert mich auch ein bisschen, dass das Ganze jetzt offener, fairer und vielleicht sogar gerechter geworden ist. Als ich vor, naja, würde jetzt sagen 12 Jahren die ersten Kletterwände in Österreich, künstlichen Kletterwände in Österreich gebaut habe, haben wir damals Witze gemacht und haben gesagt, also die ersten olympischen Kletterbewerbe werden sicherlich auf künstlichen Kletterwänden stattfinden. Und das haben wir also wirklich als Witz gemeint und die Zeit hat uns eigentlich überholt und jetzt werden also wirklich Bewerbe auf künstlichen Wänden abgehalten und ich finde das eigentlich gut, weil also der Vergleich auf einer künstlichen Wand sicherlich ein sehr ehrlicher ist. Es ist sehr messbar, früher hat man die Leistung auch verglichen, aber der Sieger war immer der, der die bessere Geschichte erzählt hat von den finsteren Nordwänden, weil dort hat man eigentlich nie einen richtigen Einblick bekommen. Ich finde das sportliche Wettkampfklettern als eine faszinierende Sportart. Ich betreibe es selber nicht, aber ich habe mir im vergangenen April den Kletterwettkampf in Wien angesehen und als alpiner Kletterer, als der ich mich bezeichnen darf, hat mich natürlich das Wettkampfklettern fasziniert, mehr als irgendeine andere leichtathletische Sportart. Die Zukunft dieses Zweigs des Kletterns, des Wettkampfkletterns, liegt sicherlich in einer Art, man kann sagen, das ist klettermäßige Leichtathletik.